Hallo und herzlich willkommen zur Sonntagswettervorhersage mit dem 15-Tage-Trend. Und die gute Nachricht für die Sommerliebhaber, vor allem im Osten Deutschlands, wie erwartet, noch einen ganzen Tag Sommer. Im Westen allerdings, da kommt schon nach und nach die Kaltfront mit Schauern und Gewittern. Das bildet sich natürlich auch ab auf der Aton Solar Sonnenstundenvorhersage für den Sonntag, der Photovoltaik-Experte aus Baden-Württemberg. Man sieht hier, im Westen ist nicht mehr viel zu wollen in Sachen Sonnenschein. Mit jedem Kilometer Richtung Osten allerdings bleibt es noch einigermaßen freundlich und auch richtig sonnig, wenn auch dort im Laufe des Tages mal ein paar dichtere Schleierwolken und schon erste Quellwolken so die volle Sonnendröhnung durchaus etwas reduzieren. Diese ersten Schauer und Gewitter kommen auch bereits am Sonntagmorgen im äußersten Westen an und ziehen sich etwa bis zu dieser Linie. Östlich davon ist noch Sommer von Anfang an. Und dieses Prinzip bleibt auch den ganzen Tag, geht ein bisschen bis zum Mittag weiter Richtung Osten voran. Immer noch die Osthälfte mit Sonnenschein, Schleierwolken und ein bisschen Gebrodel. Am Abend dann immer noch der äußerste Osten außen vor. Das ist das Gewittererwartungsgebiet für Sonntagnacht. Dann das Gebiet mit dem Platzregen und Gewittern. Örtlich auch wieder mit Schmackes. Also tut wieder Not, eben unwetterzentrale.de laufend zu konsultieren. Dahinter lockert es nicht sofort auf, sondern es ist meistens noch ruhiger Regen mit dabei. Die Temperaturen am Nachmittag so im Osten wieder an die 30 Grad, weiter Richtung Westen, wo die Regenschauer und Gewitter früher kommen, ist es schon ein bisschen kühler, aber es ist noch für niemanden ein kühler bis kalter Tag. Der Wind weht zunächst mal aus südlichen Richtungen, im Süden schwach und umlaufend. Allerdings wird das natürlich dann immer mehr überprägt von kräftigen Gewitterböen, die dann eben mit den Gewittern einhergehen. Ganz im Osten auch der Wind aus südlichen Richtungen. Das bedeutet natürlich auch, dass die warme Luft bis auf die Inseln hinausgetrieben wird. Es gibt nur wenige Inseln, wo der Wind bei dieser Wettersituation länger übers Wasser weht und die Temperaturen dann bei tieferen Werten stehen bleiben. Blick auf den 15-Tage-Trend. Man sieht hier diesen Abfall durch die Kaltfront, dann ein bisschen rumgedöns, einfach so entlang der Durchschnittslinie und nachher diese große Unsicherheit nach dem 9. September. Sie sehen die 50 Möglichkeiten eigentlich mehr oder weniger über die ganze Breite verteilt, aber ein bisschen mehr Trend Richtung die heißen Möglichkeiten. Das heißt, wenn alles gut läuft für die Sommerliebhaber, ist ab dem 9. September noch alles offen. Dass es noch mal richtig warm und sommerlich werden kann, ist einfach jetzt noch nicht genau abzusehen. Halt es noch ein bisschen näher hin. Vorsichtshalber, wenn es Ihnen jetzt ein bisschen zu schnell gegangen ist, kopiere ich noch diesen 15-Tage-Trend mit Erklärung bei Twitter rein, j-kachelmann. Und tschüss.